1% Schweiz, das ist die Fläche des Entlebuch. Am Alpenrand zwischen Bern und Luzern liegend, hat die UNESCO diese Region zum ersten Biosphärenreservat der Schweiz erklärt. Das Vieh ist hier zahlreicher als die Menschen. Mit nur 17.000 Einwohnern ist das Entlebuch dünn besiedelt. Der Postbote muss zwischen den einzelnen Höfen zum Teil weite Strecken zurücklegen. Wir begleiten Reto Wicki auf seiner Tour und lernen durch ihn Land und Leute kennen. Viel lieber arbeitet er hier auf dem Land als in der Stadt. Schön. Abwechslungsreich. Man ist draußen in der frischen Natur. Die Alpkäserei Schlacht auf 1340 Metern Höhe am Fuß des Brienzer Rothorns ist die erste Station. In den Sommermonaten für Wanderer und Käsefreunde ein lohnendes Ziel. Elpler Nikolaus Epp geht noch ganz traditionell mit viel Fingerspitzengefühl ans Werk. Wer Interesse hat, kann bei ihm einen Vormittag lang das Käsemachen lernen. 12 Monate reift der Alpkäse und muss in dieser Zeit immer wieder gesalzen und gewendet werden. Ein Znüni, ein kleiner Imbiss, muss sein. Die richtige Stärkung für die nächste Etappe. Hoch zur Schrattenfluh, Name für eine Kette von Kreidekalkbergen, von denen es hier im Entlebuch einige gibt. Keiner da? Dann legt Reto Wicki die Post einfach drinnen ab. Hier vertraut man einander noch. Ein Biosphärenreservat ist kein Schutzgebiet, dem der Mensch fernbleiben soll. Moore gibt es viel, weil zwischen den Kalkbergen wasserundurchlässige Schichten liegen. Trockengelegt werden dürfen die Flächen nicht, aber das Vieh darf hier weiden. Die Bewirtschaftung muss nachhaltig und traditionell sein. Mensch und Natur sollen im Einklang leben. Darum will man auch mit einem vielseitigen Exkursionsangebot dem Touristen Naturerlebnisse bieten. Ein Klassiker im Blumenfenster, die Alpenrose, hier in freier Wildbahn. Exkursionsführer Richard Portmann späht nach einem typischen Moorbewohner, der Bergmolch, von oben unscheinbar. Die Bergmolche, sowohl Männchen wie Weibchen, die haben einen orange-roten Bauch. Vorsicht ist geraten. Ein Fehltritt und man kann im Wasser oder auch im Boden versinken. Also solche Löcher wie hier gibt es hunderte an der Schrattenfluh. Das sind eingestürzte Hohlräume. Deshalb finden wir hier eigentlich nirgends Bäche. Also das Wasser fließt alles unterirdisch weg. Höher den Berg hinauf wird es karger. Ganz oben nur noch das nackte Kalkgestein, auf dem Richard Portmann beim Klettern ganz klar die bessere Figur macht. Die Mühe wird durch einen herrlichen Ausblick belohnt. Lieblich die Voralpenlandschaft, obwohl es auch hier böse Mächte zu geben scheint. Also da gibt es eine Sage, die erzählt, wie diese Spuren hier im Felsen entstanden sind. Die hat der Teufel mit seinen Krallen hinterlassen. Den Enzian hat das nicht verschreckt. Er gedeiht gut auf Kalk und schmückt das zernarbte Gestein. 40 Jahre Heidi, viel Glück. Hier gab es was zu feiern. Solche privaten Bekanntmachungen sind noch nicht lange Sitte. Ja, das ist so ein Brauch, der sich in letzter Zeit eingependelt hat. Das sieht man noch nicht so lange. Auf vielen Höfen hier ist der Postbote eingeladen, ein- und auszugehen. Bei uns im Berggebiet findet man oftmals noch keine Briefkasten und darum legen wir es in der Küche einfach auf den Tisch. Der Hausherr Franz Häfliger ist gerade beim Sensen. Hoch auf dem Hang hat man von seinem Hof einen herrlichen Ausblick. Fehlen eigentlich nur noch ein paar Jodler. 1, 2, 3, Großfamilie Häfliger ergibt gleich einen ganzen Chor. 16 Jodlerclubs gibt es im Entlebuch. Wer sich bei Familie Häfliger einquartiert, hat gute Gelegenheit, sich in dieser Sangeskunst zu üben. Es reicht aber auch, einfach aufzujuchzen beim Blick aus dem Fenster. Für Kinder ist das Quartier draußen in der Scheune von Familie Häfliger bestimmt attraktiver.
Schlaf im Stroh ist eine preiswerte Übernachtungsmöglichkeit, die auf vielen Bauernhöfen angeboten wird. 10 Franken kostet das Abenteuer, ein üppiges Frühstück eingeschlossen. Die Wälder und Täler, die Reto Wiki im Postauto durchquert, bieten natürlich Möglichkeiten zu ausgedehnten Wandertouren. Besonders sehenswert sind die alten Bauernhäuser. Das typisch Entlebucher Haus hat Wohnung und Scheune unter demselben Dach. Das Haus steht unter Denkmalschutz und wurde von der Familie Rösli originalgetreu restauriert. Viel Arbeit war es, die Schindeln, natürlich aus Entlebucher Föhre, anzubringen. Wie ein Schuppenkleid überziehen sie das ganze Haus. Pro Schindel werden die von Hand mit kleinen Nägeln montiert. Und pro Schindel sind da 3 Nägel drin. Also das ist eine riesige Anzahl. Zeigen Sie mal Ihren Daumen, der hat das überlebt? Ja, natürlich hat er es überlebt. Kaffeepause nach Entlebucher Art lernen wir bei Familie Rösli kennen. Der Kaffee wird im Glas serviert. Die Portion für die Kinder ist allerdings ohne Träsch. Zu Zeiten, als die Kaffeebohnen zu teuer waren, verdünnte man mit hochprozentigem. Aus der Not ist Tradition geworden. Mami, nimmst du auch noch ein Schnaps? Ja. Also Träsch ist für uns einfach Schnaps. Das wird von Birnen hergestellt, die wir im Herbst auflesen und einlegen in Fässer, und das wird von einem Brenner, Lohnbrennerei, wird das gebrannt. Und das ist also 40 Volumen hat dieser Schnaps. Kilian, Prost. Als Muntermacher zum Frühstück wohl nicht zu empfehlen. Die meisten im Entlebuch verdienen ihr Geld mit der Landwirtschaft. Die hoffentlich glücklichen Kühe liefern die gute Alpenmilch, aus der über 20 einheimische Käsespezialitäten gemacht werden. Neue Kreationen wie der Bärlauchkäse oder Klassiker wie der Sprinz. Das Käsebuffet gibt es regelmäßig im Gasthaus Salvideli. Alle Produkte sind aus der Region, ganz im Sinne der Biosphärenidee. Reto Wiki führt uns zum Schluss zu einer Adresse, wo wir noch ein ganz anderes Entlebucher Original kennenlernen. Auf dem Hof der Familie Zielmann. Ja, ja. Wow. Etwas einfach dringend brauchst. Am Ende doch hoffentlich keine Hundeattacke auf unseren Briefträger? Mit Hunden habe ich eigentlich kein Problem. Und mit einem Entlebucher Hund sowieso schon nicht. Die sind ebenso nett wie wir. Das ist er, der Original-Entlebucher Sennenhund. Brad Pitt hat auch einen. Ein ganz besonderes Souvenir. Diese Welpen sind schon verkauft, nach Deutschland, Österreich und Israel. Zum Abschied im Overall statt in Postleruniform. Reto Wiki überrascht uns mit einem Sprung ins Tal. Auch eine Art, ein lästiges Kamerateam loszuwerden.